Wir machen heute den Star Cup. Ja, und damit herzlich willkommen zu Mario Kart 64, einer neuen Folge. Ja, der Star Cup wird von uns befahren. Ohne diesen Star Cup befinden sich schon, wie auch bei in der 50er Klasse, das Mario Stadium, Sherpet Land, Royal Raceway und Bowser's Castle. Ja. So. Also starten wir gleich mal los mit dem Wario Stadium. Das Wario Stadion sozusagen. Und wir haben gleich mal einen super Start. Man hatte mir gesagt, ich sollte mehr Driften üben. Naja. Schön wär's, wenn das ginge. Selbst mit dem Emulator habe ich ein bisschen Probleme. Aber ich kann es mal versuchen, ob ich es irgendwie schaffe. Aber so, meint man das vielleicht? Dass ich so irgendwie drifte, indem ich die Bremse drücke und dann irgendwie um die Kurve fahre. Wenn man das meint, dann habe ich es wohl richtig gemacht, ansonsten verbessert mich. Aber ja. So. Yoshi ist schon wieder vorne. Den werde ich wohl ausbremsen müssen hier. So, kommt mal schön her hier. Na komm. Wer traut sich? Ja, Mario hat sich getraut. Und Yoshi auch noch? Yoshi, komm. Jawohl. Und Yoshi ist auch schon wieder weg. Juhu. So. Einen einzigen haben wir noch. Einen einzigen schönen roten Panzer. So, jetzt komme ich besser um die Kurven, stimmt ja. Dankeschön für diesen User, der mir das ins Kommentar geschrieben hat. Mir fällt gerade nicht der Name ein, aber ja. Vielen Dank nochmal für diesen Tipp. So. Da habe ich eine Banane, aber die ist leider daneben gegangen. Nicht auf Yoshi, schade. Na gut, Yoshi, du darfst auch mal führen, aber nur kurzzeitig. So. Ja, es geht noch viel besser. Guck mal an hier. Danke jedenfalls für den Tipp. So. Hoppala, noch eine Banane. Sag mal. Whee! Jawohl. Da hat Yoshi aber schön erwischt. So. Schön um die Kurve driften. Funktioniert zwar nicht immer, aber naja. Ja, scheiße. Das ist jetzt aber daneben gegangen. So. Yep. Jetzt habe ich wieder einen kleinen Vorsprung gehabt. Scheiße. Genau wieder zum falschen Zeitpunkt losgelassen. Na, verdammt. Naja. Kann nicht immer funktionieren. Komm schon, fahr mir eine. Fahrt doch mal einer in die Banane rein, mein Gott. Gibt's ja nicht. Scheiße. Ja, da haben die mir aber das Fragezeichen geklaut. So. Jetzt aber, komm. Komm, Mario, komm. Fahr in meine Banane rein. Ach Gott, komm. Sag mal. Whee! Und da dreht's mich auch schon. Naja, man kann halt nicht immer gewinnen. Wow, Banane in sich. So. Scheiße, jetzt hat der mir schon wieder das Fragezeichen gelaufen. Was soll denn der Scheiß? Mario, du bist ein Mistkerl. Ich
Ich wollte jetzt nicht das böse Wort verwenden, nein. Ach Gott, bin ich vorbeigefahren. Sag mal. Sag doch mal einer. Was soll denn das? So. Soll mich aber noch einmal jemand überholen, ey. Ja, Yoshi, Yoshi. Wer wird denn wohl überholen? Na? Du willst dich mit Bowser anlegen? Ja, sag mal. Du. Was soll denn das? Der will sich doch wohl nicht mit Bowser anlegen, dem großen... der großen Schildkröte oder was auch immer das ist. Stachelige Schildkröte. Naja. Wie dem auch sei. Yoshi, der Drache. Kommt da schon wieder entgegen. Jawoll! Hoppala, jetzt habe ich aber nicht gedriftet. Scheiße. Gut. Mario, du bist auch noch dran. Komm, fahr in meinen Ding rein. Jawoll! So gehört sich das. Oh nein. Yoshi, Yoshi, nicht überholen! Nicht überholen! Scheiße, scheiße, scheiße! Oh! Jawoll! Was für ein Glück aber auch noch! Habt ihr jetzt gesehen, wie knapp das war? Ach du Scheiße. Ich werde hier noch bekloppt. Naja. Gut. Erster Platz. Wenn noch nur knapp vor Yoshi noch ins Ziel gekommen. Ach du Scheiße. Yoshi hat damit um 3 Punkte weniger als ich. Klar doch. 6 Punkte und Mario 3. Aber gut. So soll es auch sein. So, nun kommt Sherbetland. Quasi die schöne Pinguinlandschaft. Ach Gott, wie niedlich die Pinguine doch sind. Kennst du noch mehr aus Super Mario 64? Die sind doch niedlich, oder? Mein Gott, ich könnte sie knuddeln. Naja, leider sind sie nur virtuell. Ich würde zu gerne mal in echt einen Pinguin knuddeln. Weil sie ja doch so süß aussehen, aber ja. Dürfte man wahrscheinlich sowieso nicht, weil es den Zoo verbietet. Naja, was soll's. Oh, die Peach. Die Peach im zweiten Platz, ja, also im ersten Platz, was soll denn das? Sag mal, Peach, was soll denn das? Willst du mich verkackern oder was? Hallo, komm mal her. Ja, genau. Typisch Blondine. Sie fährt gegen den Pinguin. Sie wollte ihn küssen. Naja, das ist Peach. So kennt man sie auch. So, Yoshi und Mario sind schon wieder vorne. Aber ja, da hat es wohl Mario erwischt. Yoshi wird auch noch weggetrennt. Und ja, da hat es mich erwischt. Aber gut, was soll's. Kann passieren. Kann passieren. So, Mario hat's erwischt. Na, wie ehrlich. So, gleich mal wieder ein Fragezeichen geschnappt. So, nein, Pinguine, ich möchte euch nicht küssen, auch wenn ihr so lieb reinschaut. So, jetzt habe ich aber wieder einen grünen Panzer. Mein Gott, grünen Panzer kann ich so gar nicht brauchen. Ich bin dann schon froh, wenn ich einen roten habe. Aber einen grünen kann ich eigentlich nicht brauchen, weil das sind ja keine Verfolgungspanzer. Nein, leider. Naja. Da ist mitten auf der Farm eine Bananenschale. Wahrscheinlich von Donkey Kong hinterlassen. Der futtert ja die ganze Zeit die Bananen. So, komm her, Yoshi. Ja, komm her. Scheiße. Ja, genau in meine Bananending rein. Genau in meine Bananen, Dingenskirchen reingefahren. Naja. Ja, komm Mario, komm, fahr mir noch in die Ding rein. Hey, bist du deppert? Jawohl, habt ihr das gesehen? Was für ein Skill das war? Was war denn das jetzt für ein Skill, ey? Bist du wahnsinnig? Alter Schwede. Nein, 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 das ist
das ist Skill, Jungs, das ist Skill, Jungs und Mädels. Wie herrlich. Direkt die Banane vor Marios Kart hingepflanzt oder hingeworfen und schon aufs Mario gedreht, noch vor dem Ziel. Und ich dachte schon, ich würde als Zweiter durchkommen. Nein, Gott sei Dank habe ich es noch geschafft, vor Marios Kart eine Bananenschale hinzuwerfen, so dass es ihm dreht noch vor dem Ziel und ich als Erstes reinkomme. Wahnsinn. So, Luigi Raceway oder was auch immer. Oh nee, das war ja kein schlecht. Das war ein schlechter Start. Aber gut, was soll's. Die, die wieder am meisten zweiter und dritter Platz sein werden, ist wahrscheinlich Mario und Yoshi. Bei Todd kann ich mir eher nicht vorstellen, dass der da irgendwie noch den ersten Platz macht. Ich glaube eher nicht. Aber gut. Whee! Jawohl, da hat's aber den Yoshi erwischt. Ich wollte eigentlich den Todd erwischen, aber nachdem der Yoshi näher war, konnte ich natürlich den Todd nicht erwischen. Aber wo ist er denn jetzt? Hat er sich unsichtbar gemacht? Hallo? Todd, wo bist du denn? Sag mal, ist der unsichtbar? Hallo? Juhu! Hui! Genau in die Mitte und boom! So, ja, sag mal, wo ist denn der Todd jetzt? Ja nicht, der hat sich da wohl in Luft aufgelöst, ne? Jawohl. Da hat's den Yoshi auch gleich erwischt. Ja, wenigstens einen Ding habe ich noch abschießen können. Ja, hat's noch einen erwischt. Ja, nee, das ist ja gemein hier. So, schnell aber vorwärts. Sonst bin ich hier ganz hinten. So, Donkey Kong direkt vor mir. Ich glaube, diese Strecke ist nicht so meine. Aber ja. Was soll's. Man kann nicht jede Strecke mögen. Aber gut. Todd ist komischerweise vorne. Was mich sehr wundert, weil der war in den letzten Runden überhaupt nicht Erster oder Zweiter oder Dritter. Nein. Er war ja ganz hinten. Jetzt auf einmal so vorne. Vermutlich deswegen, weil ich keinen Superstart hatte und damit hat er sich natürlich vorschummeln können, aber gut. Ich vergesse ganz zu driften. Mensch, Mensch, Mensch. Sag mal. So, und boom. So. Da bin ich aufgesetzt. Hart, aber noch. Whee! Und wieder unten. Ich hasse diese Kurve, Mensch. Diese Strecke ist nicht meine. Das muss man schon sagen. Die Strecke ist wirklich nicht meine. Bei der Kurve hapert es immer. Und ja, wieso sind denn die jetzt auf einmal nicht klein geworden? Hallo, die sind ja immer noch ganz groß. Sag mal, ja. Was soll das? Vielleicht schaffe ich es noch als Dritter ins Ziel zu kommen. Oder vielleicht als Zweiter. Ich glaube eher als Dritter wird sich eher anbieten, wenn ich es schaffe, noch die restlichen zwei zu überholen. Das ist mittlerweile schon die dritte Runde. Wario hat es gerade erwischt. Todd, da ist er her. Da ist der Todd wieder hinten. Jawohl, so soll es sein. So soll es sein und Todd ist wieder verschwunden. Na toll. So. Whee! Scheiße. Das soll sie mal erwischen. Komm. Nein, verdammt. Okay. Ah, der geschummelt. Schummler. Todd, du bist ein Schummler. So. Bitte lass mich noch als Dritter ins Ziel kommen. Bitte. Ich möchte nicht unbedingt bei dieser scheiß Dinges versagen. Bei dieser scheiß Kurve. Nein, trotzdem nicht. So. Zum Glück als Dritter ins Ziel gekommen, wenigstens etwas, ist doch schon mal klasse. Naja, man kann nicht immer Erster werden, gut, Yoshi hat sich's verdient, einmal Erster zu sein. Man kann nicht immer Erster werden, was soll's, man muss es so hinnehmen, wie es ist. Aber trotzdem bin ich noch in der Gesamtwertung auf dem ersten Platz, knapp vor Yoshi.
Also wenn ich es jetzt schaffe, auf den zweiten Platz zu kommen, dann könnte es sein, dass ich Yoshi knapp noch überhole. Jawohl, das war wieder ein Superstart. Vielleicht habt ihr es gehört, wie ich gerade auf die Taste gehämmert habe. Mensch. Also diese Steine schauen mal irgendwie seltsam aus, weil normalerweise sind die ganz blau. Nicht deswegen, weil sie im eiskalten Wasser waren, nein, weil die Knetmasse irgendwie so blau normalerweise ist, aber ja, hier sind sie weiß oder grau. Vielleicht sind sie schon so veraltet, dass man sagt, okay, wir lassen sie weiß und grau aussehen, wie einen alten Opa. Naja, naja, ich weiß es nicht. Gut, ja, Spiel ist ja eigentlich nicht weiterentwickelt worden. Gut, das gibt es für die Wii, aber das Nintendo 64 Spiel ist ja nicht weiterentwickelt worden. Wird auch seltsam sein, wenn die da noch irgendwas ändern. Oder irgendwas updaten. Ah, jetzt wurde den Yoshi erwischt. Hoppala! Da wollte ich doch noch driften und dann ging's doch nicht. Jawohl. Da hat's wohl jemanden erwischt. So. Oh nee, das ist doch gemein. Das ist echt gemein hier. Scheiße. Also ich denke mal, dass ich diesmal den zweiten Platz mache, weil so wie es aussieht, ganz, ganz schlecht. Naja, man kann halt nicht immer gewinnen, ne? Man muss auch die Niederlage entgegennehmen können. So. Peach, du wirst mir auch noch... Du wirst auch noch erledigt werden. Boom. So. Hättest du es eigentlich nochmal verdient, aber gut. Oh nee. Komm schon. So. Nein, 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 nicht mich, Mario, nein, hoppala, das ist ein Grafikbug. Das ist wohl ein Grafikbug bei den Steinen. Schöner Grafikbug, naja, der Emulator ist auch nicht der beste, aber naja, was soll's, man muss damit auskommen. So, Mario hat's wieder erwischt anscheinend, da hat er wieder gesagt, Mama Mia, naja, was soll's, Mario hat es verdient. Ach, kommt schon, Leute. Leute, Leute, was soll denn der Scheiß jetzt? Na toll. Na gut, Leute, das war's auch von mir wieder. Leider Gottes, diese Runde ist auch nicht so meine. Obwohl ich eigentlich diese Strecke eigentlich sehr mag. Aber irgendwie, weiß ich, was da heute los ist mit mir. Naja, wie dem auch sei, man kann eben nicht immer gewinnen. Das muss man nochmal gesagt haben. Manche Leute lieben es zu gewinnen, können aber auch nicht verlieren. Das ist... normal, aber ja. So, das heißt, so viel wie, nachdem ich jetzt mit dem fünften Platz reingekommen bin, heißt es dann so viel wie, dass ich diese Runde wiederholen muss. Aber ja. Was soll's. Red Tree. Wiederholen wir das. Diese Runde geht wohl noch nicht an mich, aber gleich. So, leider, leider, leider. Ja, ist wieder der alte Grafikbug. Schauen aber irgendwie schön aus, wenn sie so farbig sind. Nicht so langweilig blau in einer Farbe, nein. Sie schauen so irgendwie viel besser aus, finde ich. Mit dem Grafikbug. Naja. Gut, ein Scherz in der Rande muss auch sein. So, und ich hoffe mal, dass ich diesmal da wirklich besser abschneide. So, jetzt bin ich etwas vom Gas gegangen. Dass ich hier etwas besser um die Kurve komme. Ich will nicht immer driften. Wo ist natürlich... Oh, da nähert sich schon wieder einer mit dem... mit einem Stern. So wie ich! Haha! Jetzt komm her, Yoshi! Lass dich fangen! Lass dich drücken! Lass dich umarmen!
Jawohl, da habe ich ihn erwischt. So. Und einen Stein habe ich zerstört. Wahnsinn. Wie habe ich denn das geschafft? Ja, das sollte eigentlich nicht passieren, aber ja. Was soll's. Ja. So. Jetzt bin ich trotzdem Erster. Haha. Ich habe geschummelt. Naja. Oh, Grasgrün. Auch nicht schlecht. Schönes Muster haben die Steine jetzt gerade. Grasgrün. Schön. Ach komm, jetzt hat mir die Peach oder irgendwer andere das Fragezeichen geklaut. Ich glaube, es war eher noch Mario. Na gut, was soll's. So, und ich hoffe, dass ich diesmal wirklich besser ins Ziel komme und auf jeden Fall erstplatzierter und zweitplatzierter. Wäre mir lieber, ehrlich gesagt. Whee! So. Oh nee! Yoshi, was tust du denn? Was soll denn das? Ah, der Stein ist anscheinend wieder da. Naja. Was soll's? Ja, Peach, du brauchst doch nicht die ganze Zeit irgendwas sagen von Ichu, Ichu oder was auch immer das bedeutet. Keine Ahnung. Oder sagt die immer nur ihren Namen, Peach oder so? Keine Ahnung, was die da sagt. Gut, ist mir auch vollkommen schnulze. Jawohl, habe ich doch noch mal ein Fragezeichen bekommen und Ding. Hat sich erwischt. Jawohl, zweiter Platz gehört mir. Vielleicht schaffe ich es noch, einen anderen zu überholen. Jawohl, Yoshi habe ich auch noch überholt. Na, wie lustig ist das denn? Kommt schon, Leute, das muss sich noch ausgehen. Jawohl! Dankeschön! Das war der erste Platz für mich und damit habe ich wieder gewonnen. Juhu, ich freue mich. So, tut mir leid. So. Gott sei Dank. 30 Punkte ergattert und damit Sieger und sehr großer Führer. Ja. Ich freue mich und ich hoffe. So, falls ihr jetzt nicht gehört habt, was ich gesagt habe, da vermutlich Fraps irgendwie die Aufnahme gestoppt hat, tut mir leid. Ja, schön, dass ich mit 30 Punkten Yoshi wirklich überholt habe. Yoshi 18 Punkte, ich 30. Und Mario glaube ich gerade mal 12. Wahnsinn. Ich freue mich. Ich hoffe ihr auch. Bis demnächst bei einer weiteren Folge Mario Kart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, macht es gut. Tschüss, euer Dominik.